Moin, ihr Lieben. Wenn ich vernünftig sein will, sollte ich nicht mit meinem Mann solche Sachen besprechen. Und zwar saßen wir beim Grillen. Ich hatte gesagt, dass ich die neuen Stifte wirklich mag. Mir aber schon zwei Stifte halt ziemlich weit unten sind. Bei dem einen war halt die Mine gebrochen, bei dem anderen leider auch. Nachdem ich dann eine Fläche damit bearbeitet hatte, war der auch schon schnell kurz. Und dann war ich halt am Überlegen, was mache ich? Kaufe ich mir ein Backup-Set, aus dem ich dann die Lücken halt füllen kann, weil ihr könnt die Stifte nicht einzeln nachkaufen. Ergebnis der Überlegung ist dieses Set, weil ich gesagt habe, das Set, was ich habe, ich hatte noch einen Rabattcode mit 10%. Normalerweise war das gerade für 35 Euro. Da habe ich überlegt, für 10 Euro mehr kriege ich 120 Stifte drauf, 240. Und ich habe jetzt 45 Euro gezahlt für das Set bei Amazon. Wir haben jetzt Mai 2024. Preise können sich immer ändern. Guckt immer, dass ihr einen guten Schnäppchenpreis kriegt. Gerade bei Amazon ist das wie bei der Börse. Manchmal gehen die Preise hoch, runter. Und das heißt, wir sind bei 19 Cent pro Stift. Zu den Stiften hatte ich ja ein bisschen was erzählt. Ich zeige jetzt nur die Stiftauswahl, die in dem Set drin ist. Ich denke immer dran. Geht eher davon aus, dass bei solchen günstigen Stiften die Lichtechtheit nicht unbedingt garantiert ist. Also wenn es euch darum geht, dass ihr eure Werke verkaufen wollt, irgendwo hinhängen wollt, kauft euch teurere Stifte, die auch wirklich lichtecht sind. Ich bin Stemplerin. Ich sorge dafür, dass die Werke nicht zu lange zu viel Licht ausgesetzt sind. Hier in meinem Kreativbereich im Wintergarten habe ich jetzt auch alles abgehängt, was ausbleichen könnte über den Sommer. Was ich ein bisschen schade finde, ist, ich hatte gehofft, wenn ich das 240er Set hole, dass ich mehr Gelbtöne habe. Und ich finde, weil hier fängt ja schon. Weil wenn ihr mal guckt, hier sind Brauntöne, dann geht es Richtung Rosa. Und die beiden Töne oder mindestens die drei hier bis hier würde ich auch eher so Richtung Braun verorten. Und ich gucke nämlich immer hier vorne drauf und nicht das, was hier drauf. Also nicht die Beschichtung, sondern wie die Spitze aussieht. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass hier noch mehr hellere Gelbtöne sind. Und jetzt ist hier, glaube ich, nur ein einziger Gelb drin. Und ich benutze Gelb, weiß ich, sehr viel. Das heißt, letztendlich wird es darauf hinauslaufen, wenn mein Backup Gelb alle ist, dass ich mir überlegen muss, da werde ich dann nochmal in mich gehen, welche Stifte den Kalur am ähnlichsten sind, die ich einzeln nachkaufen kann. Und dann Stifte halt einfach nachkaufen. So, im rosa-pink-Bereich muss ich sagen, bin ich zufrieden mit der Auswahl. Hier sind auch fluoreszierende Stifte. Ob die jetzt wirklich funktionieren, weiß ich nicht. Ob man das braucht oder nicht, die sind auf jeden Fall mit dabei. Dann habe ich hier eine schöne Reihe an Blautönen. Da bin ich sehr zufrieden mit, dass ich da eine schöne Vielfalt habe. Und es ist auch so, dass ich finde, das ist aber meine persönliche Präferenz. Andere werden wieder sagen, sie mögen lieber Metallkästen. Also bei mir ist es generell, arbeite ich lieber mit Pencil Cases, also mit so Federmäppchen. Das sind jetzt meine. Hier sind die Artesa drin, weil das dann für mich die Gefahr geringer ist, dass der Stift mir runterfällt, ich die besser wieder rausholen kann, reinpacken kann, als so ein Teil. So ein Teil laufe ich immer Gefahr, dass mir das irgendwie komplett runterfällt. Im grünen Bereich muss ich sagen, bin ich auch sehr zufrieden. Auch hier so Richtung Türkistöne, helles Grün.
dunkles Grün. Ich guck gerade. Also wenn mir mal guckt, die sehen fast identisch aus. Von der Beschichtung. Und wenn ihr aber die Spitzen anseht, sieht man, dass es drei unterschiedliche Töne sind. Deswegen, ich achte eigentlich gerade bei den günstigen Stiften immer auf die Spitze, gar nicht auf die Beschichtung. Und ich bin nicht so strukturiert, dass ich mir eine Swatch-Übersicht mache und dann gucke, wo ist der Stift. Das wird auch bei 240 Stiften so ein bisschen anstrengend. Ich mache ja auch keine realistischen Bilder. Das ist ja alles bei mir eher so knallige, bunte Farben und streicht das eher. Hier lila, finde ich, gibt es auch nicht zu beanstanden. Ich glaube, das ist der lila Ton, der bei mir schon ziemlich runter ist. Brauntöne sind hier auch einige. Bei den Gelb-Orange-Tönen waren ja auch noch mal so richtig hellere Brauntöne. Die sind also auch vorhanden. Und dann gibt es hier noch mal eine Lage mit so ein bisschen gemischt, würde ich sagen. Hier ist noch ein Schwarz drin. So grün, blau. Und die letzte Schicht. Ist jetzt noch mal ein paar Brauntöne. Ich würde das hier eher rot verorten, da kann man sich ja darüber streiten. Aber was einer auch bemerkt hat, ist schon, ist, dass das hier fast schön gewesen wäre, noch eine größere Auswahl an Grautönen zu haben. Aber es gibt ja noch den größeren Kasten, wenn einem das nicht reicht, den 520er Kasten. Der kostet aber 120 Euro im Moment. Und da muss ich sagen, das ist mir zu teuer. Für 120 Euro kaufe ich mir lieber einen qualitativ hochwertigeren Stiftekasten. Und nein, ich glaube nicht, dass man zwingt, um schön arbeiten zu können, den 240er Kasten haben muss. Das ist jetzt auch mein größter Stiftekasten, den ich mir jemals geholt habe. Ich glaube, dass man mit dem 120er Kasten zum Beispiel schon sehr gut auf, also eine sehr gute Farbauswahl hat. Und die Kästen gibt es halt in verschiedenen Größen. Also wie gesagt, was ich ein bisschen schade finde ist, obwohl hier ist auch ein Gelbtönen, also ich hätte hier ganz gerne wirklich eine Reihe gehabt mit von Weiß mit Gelbtönen, also so ganz helle Gelbtöne braucht man auch immer mal wieder, oder ich brauche sie immer mal wieder, und dann so Orange bis zu Orange, und das finde ich ein bisschen schade. Aber generell, also ganz ehrlich gesagt, für den Preis, finde ich, kann man nicht meckern. Man kann mit den Stiften, finde ich, ganz gut arbeiten. Ihr dürft sie halt nicht vergleichen mit super teuren Stiften. So, das heißt, ich werde mal gucken. Wahrscheinlich werde ich die als Backup in meinem Papierschrank lagern. Und ja. Und wahrscheinlich so ein bisschen über mich selber lachen, dass ich mir diesen riesen Kasten geholt habe. Und ich mich überhaupt frage, ob ich die überhaupt irgendwann aufbrauche, weil ich bin einfach ein Material-Junkie. Es ist wirklich schlimm. Ich kaufe keine Acrylfarbe mehr, weil die eintrocknen kann. Aber Buntstifte können ja nicht eintrocknen. So, und nein, ich werde zusehen, dass ich mir nicht den 520er Kasten hole, weil das muss ja echt ein Monster sein. Weil, guckt mal, wie hoch der Kasten hier ist. So,
Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.